Willkommen zu Yoshi's Woolly World, Poggy and Yoshi. Starten wir rein. Im entspannten Modus oder im klassischen Modus, ich habe da länger überlegt, aber ich möchte quasi zwei Let's Plays machen, einen im entspannten und einen im klassischen. Erstmal im klassischen. Und damit starten wir. Willkommen auf dem Woll-Atoll. Einer kleinen Insel inmitten des Bastelmeers. Hier leben die Yoshis glücklich und in Frieden. Doch eines Tages wer ist das denn? Hallo kleine Yoshi. Ich muss euch leider aufdröseln. Danke für euer Verständnis. So dauert das ja ewig. Kommt schon, jetzt alle auf einmal. Das müsste reichen. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Bis dann. Ich habe die Schere rein. Mit euch Yoshi sowas von satt. Verpisst euch! Und die Yoshis wurden ziemlich brutal ermordet. Geil. Mord gleich witzig, Kappa. Übrigens, das ist die 3DS-Version. Doch bei seinem Abflug verliert Kamek, der ist Kamek, okay, etwas Wolle. Ich dachte, der hieß Magikoopa. Nee, das ist, wenn es mehrere sind, stimmt. Die Yoshis halten eine Lagebesprechung ab. Wie retten wir die anderen? Wir müssen die Wolle zurückholen. Schnell schnappen wir uns diesen Halunken. Der erste Part wird etwas kürzer. Aber ja. Die Schnuffelchen sind auch dabei. Im Modus entspannt kannst du sie zu Hilfe rufen. Und so beginnt ein neues, aufregendes Abenteuer für die Yoshis. Werden sie ihre Freunde retten können? Viel Glück, ihr Yoshis, ihr hässlichen Piep! Das brauchen wir erstmal noch nicht. Gucken wir dann. Erstmal gucken wir rein in den Yoshi-Pavillon. Hellblau oder rot? Nee, dann bleibe ich erstmal bei hellblau. Wir werden schon noch wechseln. Dann gucken wir mal in die Schnuffelchenhütte. Aber das machen wir wann anders.
Amiibo-Pavillon. Amiibo-Pavillon. Von Amiibo eingelesenen Designs werden hier gespeichert. Du kannst sie jederzeit verwenden. Okay. Und zuletzt noch Museumspavillon. Museumspavillon. Hier kannst du dir Gegner ansehen, die du mit Wollknäueln getroffen hast, und Musikstücke anhören. Es gibt auch ein Yoshi und Schnuffel Filmsequenz. Okay, Gegner gibt es noch keine. Musik gibt es eins und Yoshi Kino. Gucken wir mal. Was hat Yoshi mit den Wollknäueln gemacht? Er warf sie mit einer Hand, er warf sie mit beiden Händen, er trat sie mit dem Fuß. Warf sie mit einer Hand. Ja. Yay. Und das soll's tatsächlich schon für heute gewesen sein. Kurz und klein. Und damit war's das. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis denn und ciao.